So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Forest. In der letzten Runde hatte ich ja begonnen, mein Haus zu bauen. Ich habe es dann mal frecherweise schnell im Off weitergemacht, fertig gemacht. Ja, jetzt muss ich mich erstmal wieder reinfinden hier. Ich bin etwas durstig, habe etwas Hunger. Wie wir hören, ist es ruhig. Ich sehe dreckig aus, warum auch immer. Und ich freue mich schon tierisch auf das nächste Update. Da war ich kurz draußen. Aber es kommt in den besten Familien vor. So, was will ich denn noch bauen? Auf jeden Fall bräuchte ich diese absolut geilen Lampen hier. Diese, die ich euch auch empfehle. Wie heißen sie? Skull-Lampen. Weil die sind so schön hell. Da fehlen uns natürlich die Schädel. Und hier draußen rennen sie schon wieder rum, meine Freunde. Aber ist okay. Ich kann damit leben, solange sie mich in Ruhe lassen. Wird mir natürlich hier nichts. Doch, obwohl, man könnte sich ja auch noch wie im Multiplayer schön noch auslassen. Ach, Mist. Jetzt weiß ich, was ich noch bauen wollte. Beete. Ist ja ganz wichtig. Weil ohne Beete keine Nahrung und keine Heilsachen. Wo ist es denn jetzt denn, Mensch? Na, sag mal. Bank im Bett. Tierskin. Treppe, Falle. Ach, da sind sie. Einen kleinen Garten. So, mal gucken, ob wir das halbwegs passgerecht hier hinbekommen. So, E. Sieht das gut aus? Ja, es hat zu müssen. Ist ja nur ein kleines Fort hier. Ein Übernachtungs. Domizil, ein kleines, so wunderbar. Haben wir das schon mal geschafft? Jetzt brauche ich 4 Loks. Ich dachte eigentlich, das war hell, wo ich fertig geworden bin, aber anscheinend nicht. Was können wir denn noch? Ein Rabbit Cage und ein Wasserkollektor. Wasser habe ich eigentlich genug. Hausboot, ha, leicht sinnfrei. Fallentechnisch glaube ich, buggt es auch ganz schön rum. Ja, dann würde ich mich jetzt dezent erstmal aufmachen und mir das ein oder andere. Da läuft da einer rum, Alter. Da läuft doch schon wieder einer draußen rum. Gucken, haben wir noch was zu essen? Haben wir natürlich auch nicht. Doch ein Stück Fleisch haben wir noch. Das müssen wir uns jetzt noch gönnen. Und dann würde ich sagen, raus. Bäumchen fällen und erstmal unseren Garten bepflanzen. Na, dieses Feuerwerk. Dieses Feuerzeug ist auch nicht mehr das Beste. Da läuft er da draußen rum. Stalkst du mich etwa? Schwierig. So, da ist irgendein Zeichen. Essen. Nein, du sollst das essen, Alter, nicht verkohlen. Sehr schön. Machen wir Taschenlampe aus. Kuckuck. Da rennt er schon wieder. Das war ein Vogel, okay. Ach ja, wir waren in der Nähe des Flugzeugs. Ich muss erstmal wieder hier mich ein bisschen orientieren. Hoffentlich hört ihr Kinder. Jetzt kommt wieder Dauerklick von der Maus. Schon geil. Ja, bist gleich fertig, mein Freund. Bist gleich fertig. Da ist er schon. Na, ah, das Hochspringen funktioniert wirklich nicht. Gut, ist egal. Nicht wegrollen. Wo ist er hin? Scheibenkleister, da rollen sie schon hier. Die Baumstämme machen Wettrollen. Ne, da liegt der andere noch. Na, nimm doch mal. Und schnell rein. So, dann werde ich jetzt das erste Feld anbauen. Sehr schön. 1, 2, Klick. Kann ich auch schon. Ach nee, da muss ich erstmal weggucken, komischerweise. Nee, oder? Geht das noch nie? Warum geht denn das nie? Schwierig. Normalerweise guckt man da rauf und dann ist das alles schick. Ein Lock noch. Sehr schön.
Da läuft doch schon wieder was hinter mir hier. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Tatsächlich nicht. Das ist ja eine Rotze. Aber ist das im Singleplayer jetzt auch Buggy hier oder was? Ich will, was ich möchte. Achso, ich möchte was anbauen. Nee. Ja, komm. Craften wir uns mal ein bisschen hier. Feuer, boom, boom. Pfeil und Bogen. Ach, da brauche ich wieder ein Seil für. Einen Topf haben wir. Muss erstmal kicken, was ich alles nur so am Start habe. Zähne habe ich 10 Stück. Federn habe ich auch welche. Machen wir mal 1, 2. Ach, da fehlt mir Baumharz oder was? Nee. Ach so, hat ja mehr als hier noch. Aber ich habe keine Federn mehr. Ist natürlich. 8, 9, 10. Stimmt, 10 habe ich nachher nicht so viel aufgebaut. So, haben wir schon ein bisschen mehr, was für unsere herzallerliebste Axt getan. So, 4 an Medizin, unwichtig. Ach, da klebt der tatsächlich ein Zahn. Kann ich denn jetzt schon? Darf ich denn? Nee. Wurde mir auch verwehrt, ist jetzt schrecklich. Lass mich raus hier. Meine Tierfalle ist zu. Da ist einer drinne. Geile Scheiße. Also hier im Singleplayer scheint das jetzt zu funktionieren. Sind die ekligen Bären? Weg mit euch. Mag ich nicht. So, hier ist die Lampe fertig. Da ist Kinder. Muss ja mal kicken, ob hier irgendwelche Leutchen stehen. Was ist denn das? Sehe gar nichts, was das sein soll. Läuft da schon wieder einer? Nee, das sieht nur so aus. Schwein gehabt. Diese Nacht finde ich immer so. Woher kriegt man jetzt. Stimmt, hier war ein Teich, wa? Oder? Nee. Ist hier ein Teich? Doch, na sicherlich ist hier ein Teich. Wenn ich hier noch einen Speer finde, habe ich eigentlich schon einen Speer. Da schwimmt der Fisch. Ist das schön. Ich würde dich gerne rauspieksen. Kann ich jetzt auch. Inventorobil. Zack, und jetzt bist du. Was waren das eben? Ach, das sind die Mücken. Tatsächlich, Alter. Schwirren hier Mücken rum. Hört ihr das auch? Küsst das ja nie. Wenn wir die Axt wieder am Start haben. Es ist so dunkel hier. Eine Taschenlampe wäre jetzt cool. Könnte man vielleicht Koffer plündern? Mach die leise auf. Leise! Steinchen? Wirf! Scheiße, was war das jetzt? Och Gott, hab ich mal eben erschrocken. Ach, das war dieser blöde Scheißsee. Wenn der da eben mal zu. Oh, eine Uhr, sehr schön. Wenn du da eben mal zu oft drückst, dann trinkt der da aus diesem Dreckstümpel hier. Und dann kriegst du Schaden. Und das ist natürlich sichtlich ungünstig. Es ist dunkel wie im Bärenarsch hier, aber wirklich. Eine Heilpflanze. Alter, das ist krass. Voll ruhig hier. Meine ist schön, die Ruhe. Was hat denn da gerade geleuchtet? Alter, krieg Augenkrebs oder was? Ah, hier. Dann hau doch mal richtig. Ich will den Schädel. Meiner. Dankeschön. Weil die Schädel brauche ich ja. Können wir, glaube ich, 3 Stück im Inventar tragen oder 4. Da ist ein Häschen. Ah, Häschen. Das schaffe ich doch sowieso nicht. Viel zu flink. Der flotte Hoppel.
Oppel, komm her. Der Papa will dir essen. Oppel. Nee, schaffe ich nicht. Ich verlaufe mal nur wieder. Der Wind pfeift. Uiuiuiui. Meine Mutter hat mir eigentlich immer gesagt, wenn die Lampen an sind, soll ich nach Hause gehen, aber hier ist dunkel. Überall blinkt das hier. Traue mal gar nicht weiterzugehen, ey. Hilfe. Bin so allein. Oh, hier liegt einer. Der liegt nur so, okay. Weil ich brauche ja die. Schon wieder keine Ausdauer. Warum habe ich denn keine Ausdauer? Ach du Scheiße. Ich war das nicht. Ich hab deinen Kumpel da nicht. Nee. Nein, ich hab den nicht umgebracht. Scheiß die Wand an, Alter. Ab nach Hause. Geh, drop. So, ich hab ihn hingeschmissen. Zufrieden? Wow. Ja, ich hab auch keine Power mehr. Inventar. Haben wir da noch irgendwas am Stissel schnell? Eine Coke. Hier, komm, gönn dir. Wo ist der Eingang? Da war gerade einer. Ich bin nicht zu Hause. Ich bin nicht zu Hause. Nein. War hier schon einer? Cool, hat er doch gleich angepflanzt. Ist ja geile Scheiße. Tatsächlich ist ja geil. Fick gut, das läuft, das läuft. Machen wir hier drinnen erstmal Licht oder machen wir draußen Licht? Ich würde sagen, erstmal hier drinnen Licht. Und dann. Lass mal die Tür zu. Kann ja jeder sehen, was ich nie aufgeräumt habe. Hallo. Die Tür zu. Egal. Wenn wir erstmal das Köpfchen raufpacken. Nein, nicht das Füßchen. Das Köpfchen möchte ich raufpacken. Achso, und dann hatte mir noch einer aus dem Stream Tipp gegeben. Auch mal für euch so nebenbei. Wenn man jetzt eine Kannibalenhand. Ja, wie auch immer man den unterscheiden soll, in der Hand hat. Und dann durch die Sträucher rennt, dass der automatisch die Sticks erntet. Also man braucht sich da eigentlich gar nicht weiter heiß zu machen. Der erntet dann in aller Ruhe die Sticks ab und dann ist es schön. Ja, nur so als kleiner Tipp nebenbei, ob es funktioniert. Also ich kann es nicht sagen, weil ich kann nicht unterscheiden, was hier nun Kannibalenhand ist oder was nicht. So, ja, Health ist ja schön und gut, aber ich hätte dann lieber doch essen. Können wir, machen wir. Guck mal, da ist ein Pluszeichen. So, haben wir mal E gedrückt. Ich weiß nicht, ob das für beide gleichzeitig gilt. Schauen wir mal. So, wir haben wieder ein bisschen Hunger. Wir werden uns mal an diesen tollen Bären laben. So, wie weit ist mein Schädel? Der ist schon rausgeploppt. Sehr schön. Was kann ich denn jetzt noch essen? C? Ach so, ich soll. Nee. Nee, vergiss mal. So, sehr schön. Haben wir die auch fertig? Weil wenn man die Köpfe zu lange drauf lässt, dann ploppen die automatisch raus als nur Schädel. Und das ist natürlich sehr vorbildlich. So braucht man die nicht auszutschen, weil ich die sonst immer ausgezutscht habe. Lecker. Und mit den Lockstitch. Ich meine, ich möchte ja nicht immer. Zwei Leaves collected. Wir hatten da gerade geschrien. Nehmen wir mal wieder die Power-Axt hier. Die mit ohne Power. Und ich würde sagen, ich mache mir mal jetzt hier noch ein bisschen Lockholder. Und ich würde hier gerne auch vielleicht mal, weil ich ja hier noch die Möglichkeit habe, weil ich ja nicht so rum. Oh, hier sieht es schön aus. Hier sieht es schön aus. Ja, Vögelchen. Ist ja gut. Komm. Ich brauche nur deine Federn. Kannst weiterfliegen. Wollte ich mir gerne mal hier so eine Hängebrücken machen, weil im Multiplayer geht es ja noch nicht. Und da muss ich doch glatt mal gucken, wo die Sachen sind. Schau mal, einer guckt da mal eine Plattform. Können wir die hier anbringen? Können wir nicht, warum nicht? Schildi, hallo. Warum können wir die hier nicht anbringen? Ach, guck mal, hier macht er das. Okay. Muss ich die jetzt rotieren lassen? Mal gucken. Lass ich die mal rotieren, weil ich möchte gerne da drüben etwas hinhaben. So. Schauen wir mal. So, dann machen wir weiter nochmal B. Dann brauchen wir hier drüben eine Plattform.
Ist zwar sehr kurz gehalten, aber egal. Macht der das hier nicht? Sag mal, was ist denn das da? Also ist. Schill, die gehst du mal bitte. Okay. Nee, ist schon. Ah, guck mal, hier kann ich wieder. Geht das nur an bestimmte Baumdicken ran? Oder. Da ist was. Ich sehe nur nicht, wo ich das jetzt plante. Setze. Würde ich sagen. So lang sieht schon mal gut aus. Und dann. Nee, die geht auch nicht, die Brücke. Ist ja kurios. Ja, Items needed, unendlich Holz. Na, hurra. Oder muss ich denn darauf gucken, um die zu nutzen? Yes, Baby. Aber, hallo? Ah, guck mal, so vielleicht. Muss ich das jetzt alles einzeln setzen? Nee, das ist Schwachsinn, oder? Schildi, du bist ja immer noch hier. Da sollte ich erstmal sowas fertig bauen. Aber das bringt ja dann auch nichts, wenn ich nicht die richtige Richtung habe, ne? Schon kurios. So, Escape, raus da. Dann werden wir mal C für löschen. L mal das Lagerfeuer wegmachen. Huch, ein Vögelchen. Oh, gleich zwei. Entschuldige bitte, das war nicht so vorgesehen. Schildi. Schildi. Nein, nicht verstecken. Ist das ein Piepmatz überhaupt? Nee, da hat da wahrscheinlich irgendjemand hingekackt oder so. Schwierig. Also, ich finde, das ist. Das wäre natürlich geil, wenn man so schöne Hängebrücke so über das Lager bauen könnte, von oben so reinguckt. B. So, hier geht's auf Anhieb. Vielleicht nochmal zurechtdrehen. Vielleicht müssen die auch genau parallel zueinander hängen. Oder gegenüberliegend. Ich weiß es doch nicht, Mensch. Ich habe jetzt keine Zeit hier. So. Muss gucken, wie was läuft. Reicht das? Sieht gut aus. So, B. Hängebrücke. Achso, da muss ich wieder unten drunter sein, wa? B. Geil, kick mal, kick mal. Nee, hat er nicht angelegt. Da ist das Rote. Ich glaube, ich müsste wirklich erstmal was fertig bauen. Wer tapst denn hier lang? Schnell, Info. Mittag. Mittag? Sehr schön. Mittag. Mittag haben wir schon mal. Dank Lochi. Aber ich find's kurios, ganz ehrlich. Habt ihr da Tipps und Tricks vielleicht, wenn ich mal so ganz dezent nachfragen darf? Da war Lochi gerade im Baum drin. Den habe ich weggeschnipst. Da ist er. Juhu! Rüstung! Alter! Fast voll ausgestattet hier. Geile Sache. Dann muss ich mir noch einen Bärensack bauen. Das war ich aus Rabbit. Nee, aus Rabbit kann man das nicht machen. Fisch, Fisch. Ich muss auch noch Rehe jagen. Ja, es wäre sehr interessant, wenn mir vielleicht jemand in die Kommentare schreiben könnte, wie es hier funktioniert, wie ich hier eine schöne Baumhängebrücke bauen kann. Dazu müsste man, glaube ich, auch erstmal die passenden Bäumchen finden, wa? Ein Hase. Nicht abhauen. Ach du Penner, komm her. Ach, jetzt renne ich dir wieder stundenlang hinterher, krieg wieder Hunger und bla bla. Jeder, wo du wohnst, Mann. Schlimm hier. So, konnten wir davon jetzt noch was aufheben? Ja, bestimmt, ne? Ja. Mariert Gold. Ja, bitte, bitte, bitte schreibt mir. Oh, da ist schon wieder. Oh, da kicken sie schon. Kann auch krabbeln. Nein, du siehst mich nicht. Ich gehe wieder rein. Ist keiner da. Ich werde mal vielleicht so einen Lockholder bauen, damit ich von innen mal ein bisschen Lockslet. Rockholder, Lockholder. Mensch, das ist ja. Du siehst mich nicht. Du siehst auch nicht, dass ich hier was bauen möchte. Was denn? Du kannst mich ja nicht sehen.
Du kannst mich ja nicht sehen, mein Freund. Trink mal ein Schlückchen. Doch, kann er. Kannst du hier durchkicken? Hallo! Da kickt sie! Haust du auch? Nee, treffen tue ich dich nicht. Lacht die? Findest du das witzig oder was? Ursula, findest du das witzig? Die hat mich ausgelacht eben, Alter. Wehe, du haust mir jetzt in den Rücken. Ich gehe da gleich hin. Das ist eine bodenlose Frechheit, ist das ja von ihr. Da lacht die mir aus. Findest du witzig, wa? Findest du bestimmt gleich nicht mehr witzig, wenn du meine Axt im Kopf hast. Wo bist du denn? Ach, erst lachen und dann abhauen oder was? Naja, besser ist auch doch. Hier wurde Wohnzeit gesagt. Bärchen? Nö. Aber Stickies brauche ich. Machen wir jetzt den Lockholder fertig. Ja, und dann wäre es wirklich schön, wenn ihr mir in die Kommentare schreiben könntet, wie man denn so eine Zauberbrücke baut, weil im Multiplayer geht es definitiv nicht. Aber im Singleplayer soll es ja gehen und es wäre so geil, wenn ich mir hier schön. Oh, okay, guck mal, Alkohol. Nein, falsch, hier kloppt. Wenn ich mir hier schön falschers. Es fehlen mir schon mal die Worte hier, wenn ich hier rede. Wenn ich mir hier schön eine Brücke bauen könnte. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ja. Werde ich jetzt hier einmal zu Ende bauen. Sehr schön. So, liebe Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich will immer eine Kamera winken, aber ich mache die Let's Plays lieber ohne Kamera, ist besser. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Und dann werde ich mir. Vielleicht habt ihr ja schon ein paar Tipps dann reingeschrieben. Und dann werde ich vielleicht mich dann nochmal ranmachen und dann nochmal eine schöne Brücke bauen, ne? Gut, liebe Freunde, das war's dann. Bis dahin, euer Fleischi. Ciao.